Die Front ist ein Modus mit riesigen Gefechten auf einer 9 Quadratkilometer großen Karte. Eine Reihe von Episoden erwartet die Spieler. Von Februar bis November ist dieser Modus jeden Monat eine Kalenderwoche lang verfügbar. Insgesamt gibt es über das Jahr verteilt 10 Episoden. Zwischen den Episoden ist der Modus nicht verfügbar. Alle Fahrzeuge der Stufe 8 können an diesen Gefechten teilnehmen. Wenn ihr keine passenden Panzer habt, könnt ihr sie mieten. Es gibt viele Möglichkeiten und die Fahrzeuge sind nach den neuen Regeln für Kreditpunkte und Gold verfügbar. Die Frontgefechte werden im 30 gegen 30 Format ausgetragen. Ein Team muss die gegnerische Verteidigung durchbrechen und 3 der 5 Großkaliber-Geschütztürme ausschalten. Das andere Team muss die Angreifer abwehren, bis die Zeit abgelaufen ist. Die Kämpfe finden an 3 Fronten statt. Zu Beginn des Gefechts werden je 10 Fahrzeuge jedes Teams an eine Front geschickt. Die Angreifer haben 12 Minuten, um zu den Türmen vorzurücken und sie zu zerstören. Die Zeit kann verlängert werden. Dafür müssen die Angreifer Basen erobern, die zunächst von den Verteidigern gehalten werden. Nach der Eroberung der Basis auf der ersten Linie kann man vorrücken und die Basis der zweiten Linie erobern. Je mehr Basen der ersten Linie die Angreifer kontrollieren, desto schneller werden die der zweiten erobert. Die Eroberungsregeln weichen etwas von denen der Zufallsgefechte ab. Der Schaden an Fahrzeugen setzt die Eroberung nicht zurück, er hält sie nur ein paar Sekunden an. Damit sie vollständig zurückgesetzt wird, muss man entweder alle Fahrzeuge im Kontrollpunkt zerstören oder den Gegner aus dem Eroberungskreis drängen. Fällt der Sektor unter die Kontrolle der Angreifer, muss sich das andere Team zurückziehen. Sonst werden sie von Flugzeugen angegriffen. Die Angreifer können nicht in den nächsten Sektor vorrücken, ohne Basen zu erobern. Die Angreifer müssen mindestens 2 Basen an einer ihrer Fronten kontrollieren, damit sie die Großkaliber-Geschütztürme angreifen können. Es macht keinen Sinn, die Türme aus der Ferne zu beschießen. Kein Fahrzeug kann ihre dicke Frontpanzerung durchdringen. Man greift sie besser von der Seite oder von hinten an. Ein anderes Merkmal der Front ist der Wiedereinstieg. Ein zerstörter Spieler muss nicht zurück in die Garage. Er gelangt auf einen Bildschirm, auf dem er ein anderes Fahrzeug und einen Einstiegspunkt wählen kann. An jeder Front sind maximal 12 Fahrzeuge erlaubt, davon höchstens eine Artillerie. Alle Spieler haben zu Beginn des Gefechts einen Wiedereinstieg. Alle 5 Minuten erhalten sie einen weiteren. Man kann bis zu 2 Wiedereinstiege ansparen. In der Hitze des Gefechts sollte man an besondere Punkte auf der Karte denken. Rollt man in sie hinein, werden SP und Munition des Fahrzeugs aufgefüllt, Module repariert und die Besatzung verarztet. Kampfreserven sind bei Angriff und Verteidigung praktisch. Es gibt 6. Luftangriffe und Artillerieschläge verursachen Schaden in Bereichen. Pioniere helfen, die Basis zu erobern oder zu verteidigen. Inspiration verbessert die Spezialisierung der Besatzung und aller Verbündeten innerhalb eines bestimmten Radius. Der Aufklärungsflug klärt Gegner in einem bestimmten Kartenbereich auf, während die Nebelwand Fahrzeuge versteckt. Kampfreserven können vor dem Gefecht in der Garage Fahrzeugen zugewiesen werden. Jedes Fahrzeug hat eine bestimmte Anzahl an Plätzen. Für erfolgreiche Aktionen im Gefecht erhalten die Spieler Ränge von Gefreiter bis General. Für diese Ränge erhalten die Spieler Fronterfahrungspunkte. Damit steigern sie ihre Frontstufe. Es gibt 30 Stufen und Spieler erhalten wertvolle Belohnungen, wenn sie jede erreichen. Kreditpunkte, Verbrauchsmaterial, Direktiven, persönliche Reserven und spezielle Punkte, mit denen man Kampfreserven in der Garage freischalten und verbessern kann. Erreicht man Stufe 30, kann man die Prestige-Mechanik verwenden. Setzt euren Fortschritt zurück und sammelt die Belohnungen von vorne. So könnt ihr euer Prestige jedes Mal steigern. Es gibt 10 Prestigestufen. Diese werden schrittweise mit den Frontepisoden freigeschaltet. Das Prestige kann aber nur 2 Stufen über der aktuellen Episode liegen. In der zweiten Episode könnt ihr beispielsweise Prestige 4 erreichen. Jede neue Prestigestufe gibt euch Anleihen, Gold, Abzeichen und Medaillen. Und Prestigepunkte. Diese könnt ihr sammeln und später gegen Preisfahrzeuge eintauschen. Es gibt 3 Fahrzeuge der Stufe 8. Den japanischen mittleren Premium-Panzer STA-2, den chinesischen schweren Premium-Panzer WZ-111, den schwedischen schweren Premium-Panzer Emil 1951, den Spieler zum ersten Mal im Frontmodus erhalten können. Und außerdem einen geheimen Panzer der Stufe 9. Diese Fahrzeuge werden schrittweise freigeschaltet. Auch
auf Prestigestufe 4, 6, 7 und 10. Man bekommt genug Prestigepunkte für maximal 2 Fahrzeuge. Wählt also sorgfältig aus. Die Front kommt zurück nach World of Tanks. Macht mit bei den riesigen Schlachten und holt euch tolle Belohnungen. Viel Erfolg auf dem Schlachtfeld!